Inzidenz, die ja sozusagen als Monstranz förmlich vorangetragen wird, ist ein sehr grobes Maß, ebenso der R-Wert, der wirklich das Geschehen kaum abbildet. Der eigentliche, am besten bestimmbare und am klarsten nachvollziehbare Wert ist der Wert, den wir vorschlagen, nämlich die an Covid-19 erkrankten und dann beatmeten Intensivpatienten. Da weiß man genau, wie viele es sind, man weiß genau, welchen Status sie haben und man kann wirklich anhand dieser Fakten das Pandemiegeschehen insgesamt, aber insbesondere auch die Belastung des Gesundheitssystems erfassen. Die Schnelltests wurden von ärztlicher Seite aus schon lange ins Gespräch gebracht und es ist absolut wichtig und richtig, diese mit einzuführen. Es ist natürlich besser, wenn die Schnelltests durch ein geschultes Personal, ärztliches Personal oder auch Apotheker und weiteres Fachpersonal durchgeführt werden, damit die Ergebnisse auch dann möglichst an eine zentrale Stelle geliefert werden können. Für den täglichen Gebrauch aber bei kleinen Gruppen, sogar in der Familie oder beim Sport oder wenn kleine in Kitas oder in anderen Gruppen, ist es natürlich eine sehr gute Hilfe, um ein aktuelles Infektionsgeschehen, das heißt, dass einer von den Betroffenen in einer Familie auf einmal positiv ist, um das früh zu erfassen und dann darauf entsprechend zu reagieren. Die Ausweitung der Impfkapazität ist eigentlich relativ einfach durchzuführen. Wir haben die Impfzentren, wir haben die Impfteams etc., aber es müssen unbedingt, und das ist eine lange schon herangebrachte, aufgebrachte Frage, die Hausärzte, die niedergelassenen Ärzte, auch die Betriebsärzte in diesen Prozess mit einbeziehen, damit wir die Impfkapazität deutlich erhöhen können. Kommt hinzu, dass damit die Akzeptanz der Impfung, die ja so ein bisschen kritisch manchmal ist, sicherlich erhöht wird, weil viele Menschen doch zu ihrem Hausarzt ein sehr persönliches und damit auch ein wirklich intensives Vertrauensverhältnis haben. Die Arbeitsgruppe ist durchgehend der Meinung, dass die Information, die der Öffentlichkeit gegeben worden ist, dass die nicht ausreichend sind, dass sie nicht klar sind. Keiner versteht, warum es mal 100, mal 50 und mal 35 und dann geht es wieder zurück. Die Inzidenz, das ist wirklich nicht plausibel. Es bedarf einer strategischen, klaren Informationspolitik. Aber um dem Ganzen auch eine andere Wendung zu geben, hat der Pandemierat vorgeschlagen, einen nationalen, politisch unabhängigen, wissenschaftlich orientierten, aber nicht nur ärztlich wissenschaftlich orientierten, sondern es sollten alle möglichen weiteren Disziplinen mit eingebunden werden, Pandemierat zu gründen, der dann objektiv und unabhängig die Politik, aber auch die Öffentlichkeit beraten kann.